Ich wollte gerade aufnehmen, Leute, und sie kommt rein und sagt: Guck mal. Guten Appetit, Haptik, guten Appetit, Jam. Joncha und Haptik, und die machen Haptik und Jam einfach zweimal mich Ehrenmänner. Die Frauen immer benachteiligen. Vielleicht steht sie auf einer Verpackung drauf. Oh. Also warte mal, ganz kurz. Ich schreibe jetzt Werbung mit bestem Gewissen. Wir kriegen kein Geld dafür, wir haben dafür gezahlt. Dieses Wechselgeld, YouTuber-Wechselgeld. Trattoria Sicilia in Marlow. Die besten, wirklich die allerbesten. Aber also Männer sind ja sowieso, denen schmeckt ja alles. Aber Cut. So, ich muss jetzt nochmal kommen, wir haben es unten ausgepackt. Einen guten Appetit, Joncha mit X. Mit X. Oh mein Gott, Ehrenmänner. Ja. So, wir gehen essen und dann fängt das Video an. Ich bin ein bisschen traurig. Jetzt bin ich glücklich. Cut. Okay, ich bin wieder da. Gesättigt, wie Fettsäuren. Ich bin Jem, ich bin ihr örtlicher Chemielehrer und ich bin ein Huren. Wenn da schon Werbung steht für meine guten Freunde dort drüben, kann ich etwas sagen, was meine ganze Community feiert. Jeder von euch. Seht ihr diese weiße Wand? Dieser weißen Wand fehlt etwas. Dieser weißen Wand fehlt ein Poster, aber in guter Qualität. Schützende Fläche aufkleben, darauf den Magneten und dann das Display. Fertig. Ihr könnt aus mehreren Millionen Designs wählen. Games, Sport, Musik, Film, egal was. Und dann kommen solche hochqualitativen, ihr hört es, Teile. Hier einfach, hier kommen zwei Magneten, also zweimal das, einfach an die Wand machen. Das Gute ist, ihr müsst nichts ausmessen oder so. Ihr könnt es einfach kreuz und quer rankleben. Es muss ungefähr in dieser Fläche sein. Dann könnt ihr es ranmachen und dann später noch gucken, oh, das passt nicht, wieder abnehmen, so ein bisschen gerade machen, bis es perfekt gerade ist. Für alle Leute, die so einen Ticker haben wie ihr. Da hinten zum Beispiel hängt eins mit Naruto und das feiert. Und wenn ihr es ändern wollt, nehmt ihr es einfach ab und macht ein anderes Display dran. So einfach. Und wenn ihr an diesem Ort gar kein Display mehr haben wollt, dann könnt ihr auch von jeder Tapete und jeder Wand einfach diesen Protective Leaf abziehen und da ist kein Rückstand, nichts. Ihr braucht nie wieder bohren oder sonst irgendeine Scheiße machen. Ich habe so viele Leute, ich habe extra auf Insta gefragt, ein paar Leute sollten mir ihre Bilder senden von den geilsten Displays. Hier habe ich mal ein paar zusammengesammelt. Es ist wirklich, wirklich heftig, wie viele sich das kaufen und wie geil die Setups danach aussehen. Nichts ist schlimmer als eine Wand und wir alle haben zu viel Wand so. Zu wenig dran, weil es zu umständlich ist. Gerade Setups sehen danach so geil aus, aber auch Zimmer allgemein. Und ihr kriegt mit meinem Link, es gibt keinen Code. Ihr müsst über meinen Link raufgehen und dann im Checkout wird automatisch mein Discount angewandt. Kriegt ihr aktuell 25%. Und wenn ihr 3 Stück kauft, kriegt ihr sogar 30% über meinen Link. Und ihr müsst ganz normal aussuchen, einfach einen Warenkorb und wird's angemacht. Und übrigens, die Leute, die die Designs machen, sind freie Designer, die davon leben können, denn die kriegen von jedem Verkauf ihres Designs auch einen Teil und so können sie dann freiberuflich unterwegs sein, ohne irgendwie abhängig zu sein. Und natürlich unterstützt ihr auch mich. Checkt einfach die Seite aus, man kann stundenlang durchscrollen, das wollte ich euch nochmal sagen, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Wenn wir schon dabei sind, dauert nur 3 Sekunden. Mein Level-Up-Code wird von 5% auf 30% erhöht ab jetzt und viele Geschmäcker wurden gerestockt, unter anderem auch mein eigener Pink Crush. Jetzt haben wir das alles durch und jetzt kommen wir tatsächlich zu Black Ops 3, Bruder, muss groß. So unnötig langgezogen, Alter. Es ist Black Ops 3 auf der PlayStation 5. Ich hab einfach Bock und ich werde es direkt starten. Und ihr werdet sehen, wie schnell dieser Ladescreen hier weggehen wird, weil er auf der PlayStation 4, keine Ahnung, war das, glaube ich, irgendwie 20 Sekunden oder so. Und jetzt ist es schon weg und das Intro fängt an. Jetzt bin ich gespannt, ob dieser eine Lag. Ne, hier war immer ein Lag auf der PS4-Version. Der ist hier nicht. Okay, gut, so ist. Dim. Ich liebe das. The Rockhead glitscht mich. So, jetzt gehen wir in den Mehrspieler und es poppt sofort auf. Es geht so schnell. Es gibt sogar ein Video. Schaut es euch an, wie viel schneller die Sachen laden. Teilweise Intro-Sequenzen vom Zombie-Modus, die 30 Sekunden, 20 Sekunden schneller laden. Daran sieht man erstmal, wie unfassbar langsam die PlayStation 4 eigentlich ist. Und meine Klassen, werden die eigentlich übernommen? Ja, werden sie. Nun VMP. Hallo VMP. Oh, Jen. Ja, ich bin wieder da. Oh, du bist es wirklich? Ja. Ich werde aber nicht lange bleiben. Ich werde. Warum? VMP, warum? Bitte schau mich warum? An. VMP, geh nicht. VMP. Oh Gott, das ist so. Was? Bist du auf der Suche nach Almosen? Den habe ich nicht vermisst, den Hurensohn wirklich. Bemerken es die Leute. Oh, jetzt kann ich mir wieder welche aufmachen. Na komm, wir können zweimal aufmachen in 2021. Was kriege ich? Sonnenschein, Talung, das hat so weh getan. Ich nehme an, du bist ein weiterer zufriedener Kunde. Bin ich nicht. So, jetzt machen wir wieder auf. Ach Gott. Oh nein, bitte was Gutes. Oh mein Gott, Staub. Die Staubtarnung war die einzige Tarnung, die noch schlimmer ist als die Standardtarnung, die man drauf hat auf der Waffe, ohne was reinzuschalten. Wer dieses Visier benutzt, war automatisch schlecht. Es kommt was Gutes. Es kommt eine epische. Lol, das sieht aus wie die BO2-Tarnung. Ich sehe, wie heiß du darauf bist. Halt die Fresse. Ich habe mir kurz ein neues Kraftcontroller geholt, weil meinen anderen habe ich das ein oder andere Mal ein bisschen zu viel geschleudert. Jeder kennt es, wenn es so an der Seite aufplatzt durchs Schleudern. Es ist so schade. In dem Moment, wo man wirft, denkt man sich so,
Fuck, so was habe ich eigentlich gemacht, Mann? Egal, ich kann meine Sticks einfach wechseln und auf den anderen machen. Zum Glück hatte ich noch einen, ey. Schau mal, das fällt mir auch auf. Guck mal, wie clean es ist. Es ist so clean, kein unnötiger Text. Sauberer geht es nicht. Guck mal, alles ist so übersichtlich mit den Specials. Dann die Punkteserien. Guck mal, wie groß auch alles ist. Warum sind die Punkteserien in Cold War da unten? Ich verstehe es nicht. Der ganze Screen ist frei und die nehmen so einen Strich hier unten. Ich würde sagen, wir suchen einfach ein Spiel, was denn gerade vorgestellt. Black Ops Karten. Komm, wir suchen einmal, das kann schon nicht schief gehen. Da werden wir schon gute Lobbys finden. Ja, wir finden keine Lobby. Okay, TDM, wir sind sofort drin. Guck mal, wie groß die Lobby ist, wie schön. Es ist so schön. Und dann Map Voting hier unten. Und so geile Maps. Breach war eine der schlechteren Maps in Black Ops 3, aber sie war so gut. Ey, yo, was geht ab, Jungs? Die Leute gehen einfach raus. Nice, vielen Dank. Combine-Herrschaft, ey. Lol, die Ladezeiten waren so schnell. Ich war ja so schnell hier drin. Oh nein, nein. Jetzt weiß ich, warum der Controller hier noch frei war. Den habe ich auch geschleudert damals. Ich kann nicht sprinten. Jetzt habe ich den Controller von Yoncha geklaut, obwohl sie gerade streamt. Ich bin der schlechteste Freund. Jetzt habe ich zwei einfach aufgeschraubt, ey. Okay, Jam, nicht schleudern, nicht aggressiv werden. Du darfst diesen Controller nicht kaputt machen, sonst wird sie deinen Kopf kaputt machen. Combine-Fringe, yo. Junge, was knisterst du so rum im Game-Chat, Mann? Bist du der Echte? Nein. Nee? Nee. Ah. Das große E ist ein kleines L. Ja, dachte ich mir schon. Ja. Das Emblem hat ja auch jederzeit. Oh, wir haben Heptik gefunden. Oh, dieses Scoreboard. Guck mal, wirklich. Abschuss, Tod, Quote und Assist. Punkte. Mehr nicht. Mehr braucht man nicht. So, jetzt darf ich nicht mit einem Tod starten. Das ist ganz wichtig. Nicht mit einem Tod. Nein, da ist jemand, der wird mich so ficken. Ja, in Manowar, ich bin so... Ich hab das Schluss der Internet. Hier hinten ist jemand. Komm, machen wir einen Kill. Machen wir tatsächlich... Nein. Fast Turn-On kassiert. Ja, wir machen den Kill. Das Aim-System ist so anders irgendwie. So komplett anders. So, komm, Jam, konzentrier dich. Ja, so. Ja. Der hat sich ja schon mal eine Anzeige wegen Vergewaltigung gekriegt, der Haberer. Ich hab noch nie was Österreichischeres gehört in meinem ganzen Leben, wirklich. Ja, auf es kommt kein Video. Digga, red mal Deutsch. Holy shit, Mann. Das ist immer das Geile, wenn Leute so gesehen haben, dass ich schlecht... Nein, mach wieder so Videos, kommt mal vor, so von euch. Alles verballt. COD ist so wohl. Digga, halt die Fresse! Meine Fresse, wie viel kann man reden? Ein Kill damit wenigstens. Digga. Das kann nicht sein. Ich krieg langsam mein Aim wieder. Ja. Nein! Fuck, Alter, komm, noch mehr. Oh, let's go. Heftig! Ja, let's go! Nein. Aha, hinter mir. Heftig! Oh, fast! 17, 16. Oh, ich bin sogar hier. Ich kann sogar was machen. Yay, das war geil. Okay, doch, nicht geil. Was auch das Allergeilste ist, dass es hier kein Skill-Based Matchmaking gibt. Ich weiß, für mich ist nicht so absolut schlimm in Cold War. Es ist schon belastend, es hat schon seine Nachteile. Oh nein, die spawnen auf mir. Ganz ruhig, Jam. So. Aber wenn man wirklich komplette Random-Lobbys hat, die nur auf Connection basiert sind, dann hat man halt bessere Spiele. Und ein Teil des Erfolges von Black Ops 3 ist definitiv, dass man auch hier gute Lobbys hatte. Hundertprozentig, Alter. Und der Hauptgrund, warum ich dieses Video mache, ist, weil es auf der PlayStation 5 angeblich besser aussehen soll. Und ich hoffe, ihr seht einen Unterschied jetzt hier im Video. Ich werde es mal neben ein anderes, altes Black Ops 3 Video packen. Die Renderqualitäten sind genau dieselben geblieben. Die Voreinstellungen habe ich bis heute gleich. Also ich mache die Videos immer gleich am PC. Aber ich denke, das sieht hier deutlich, deutlich schärfer und besser aus. Aber es soll noch ein großes Update kommen. Ein sogenanntes Upscale-Update, wo das Game... Oh fuck, da sind so viele Leute. Er weiß, dass ich hier oben bin. Wo das Game auf die PlayStation 5 geupdatet wird. Das sind jetzt PS4-Grafiken und die imitieren quasi die PS4 einfach. Es lädt schneller, klar. Es ist in 4K verfügbar. Ich habe es jetzt aber nicht in 4K aufgenommen. 4K war es auch schon auf der PS4 Pro verfügbar. Aber es wird so ein komplettes Update kommen, was quasi auf was auf Next-Gen bringt. Und dann soll es nochmal richtig krass werden. Da bin ich gespannt. Aber es soll hier deutlich flüssiger laufen. Wir hatten auf der PlayStation 4 Pro sogar nie echtes komplette, dauerhafte 60 FPS anscheinend. Hier soll es immer 60 FPS geben. Es soll deutlich schärfer und flüssiger aussehen dadurch und weniger so verwaschen. Und ich kann euch nur sagen, es fühlt sich auf jeden Fall flüssig an. Ob es wirklich flüssiger ist, müsst ihr dann im Nachhinein entscheiden, wenn ihr quasi alte Gameplay schaut. Das kann ich jetzt nicht machen. Aber ich werde hier versuchen, ein paar Kills... Nein, ich bin eine Hure. Ich muss mal in der Luft spielen. So. Ja, so hat man es immer gespielt, Mann. So hat man es komplett unter Kontrolle gehabt, immer. Ja, hier ist noch einer. Oh, wenn man sein Aim trifft, das ist so schön. Das ist so ein schönes COD. Oh, ja. Hier oben. Oh. Wie spät die reinjoinen, seht ihr das? Ich war die ganze Zeit, ich habe den ganzen Countdown gesehen. Und der Rest ist noch nicht mal reingejoint. Drei Leute fehlen noch. Es ist unfassbar, wie lang das er auf anderen Konsolen lädt. Guck mal, jetzt kommen sie langsam erst rein. Seht ihr? Kommt jemand? Nein, P.
P06, Alter. P-fucking-06. So eine eklige Waffe. Der wird mich so auseinandernehmen. Ich bin so ein toter Mann. Ja, ich bin gleich so tot. Ja, da kommt er schon. Nein! Er lässt sich killen. Warum? Hä? Er so, oh, hey, töte mich. Nice Team. Der zweite hat einen Kill. Let's go. Feindliche Drohne gesichert. Teammate! Achtung, mehrere feindliche Drohnen über uns. Digga, hör auf! Wir verlieren Charlie. Er so, dude, what the fuck? Da ist noch jemand hinter mir. Das ist der. Noch einer. Let's go. Mein Aim ist noch so unsicher, Mann. Kennt ihr das, wenn man sich so selbst nicht vertrauen kann? Irgendwie beim Aim. So fühle ich mich gerade. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Aquarium denkt man sich doch, ne, Alter, das war jetzt nicht die Überkarte in Black Ops 3. Darauf hat man sich nicht gefreut. Also es gibt deutlich bessere Karten. Aber im Vergleich zu jedem anderen COD, was danach kam, ist Aquarium eine kranke Map. Es ist leider so, haben die verlernt, Maps zu machen? Guck mal, wir fallen auch sehr kleine Dinge auf. Da unten, seht ihr das? Da ist ein Strich zu der Streak. Und dann sagen die, wie viel man noch braucht. Das ist so leicht gemacht, so leicht der da. Ich bin... Endreich 17, mein ganzes Team, alle genäht. Ich schick mal in dem Spiel nicht. Halt die Fresse, King Z Toast. Ist echt so, der labert und labert auch. Ja, wow, jetzt bringt ein Hater auch nicht mehr viel. Naja, egal. Trotzdem will ich weiterspielen und wieder gut werden. Es macht wieder süchtig. Es fühlt sich wieder an wie ein Release, wo man das Spiel neu lernen muss. Oh Gott, warte mal. Ja, noch mehr? Let's go. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Auch interessant ist mal auf der PlayStation 5 zu sehen. Das sieht man ja nicht alle Tage. Es sieht wirklich meiner Meinung nach besser aus. Ich hoffe, mit diesem Next-Gen-Update wird es nochmal eine ganze Stufe geiler. Es war heute sehr, sehr schön, das aufzunehmen. Es war sehr persönlich für mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein.